Hallo, guten Morgen. Ein Spaziergang mit dem Hund. Eine gute Zeit, um ein paar Sachen mit euch zu teilen. Ja, ich bin gerade auf dem Weg, mich mit einer Kollegin zu treffen, eigentlich einer langjährigen. Egal, wir hatten nie so viel Kontakt. Und irgendwie hat mich vor ein paar Wochen auch bei so einem Spaziergang der Weg zu ihr geführt. Und ja, wir sind beide sehr, sehr dankbar, denn sie war in einer total beschissenen Situation, auch mit dieser C-Situation. Und ich konnte ihr helfen, das Ganze zu transformieren und sie auf einen Weg zu bringen, der schon lange für sie gedacht ist, wo sie immer so mit einem Füßlein drin stand und mit dem anderen Fuß immer noch gedacht hat, nee, wer bin ich denn, um das zu wollen? Wer bin ich denn, um das zu dürfen? Wer bin ich denn, um mir das zu wünschen? Und ich glaube, das geht uns allen so. Es geht uns allen so auch immer wieder. Und es ging uns allen auch schon immer so. Eigentlich unser ganzes Leben. Weil wir sind alle geboren als göttliche Wesen in einem menschlichen, fleischlichen Körper mit einem menschlichen Verstand, der funktioniert wie ein Computer. Und dieser menschliche, fleischliche Körper ist das Resonanzsystem des Computers. Es wird alles gefiltert durch unseren logischen Computer. Und so ist unser Auftrag hier, unseren logischen Computer nach den göttlichen Gesetzen, Ideen und Vorgaben zu programmieren. Dass wir verstehen, wie diese ganze Geschichte hier läuft auf Erden und es aus unserer göttlichen Perspektive wieder transformieren in die ursprünglich gedachte, sage ich jetzt mal, paradiesische Idee. So, kleines Entertainment hier zwischendrin, bisschen Wiese, Schnee, Berge, noch nicht zugefrorenes Wasser für euch. Ich liebe es immer hier zu sein und die Ruhe zu genießen und die Inspirationen fließen dann so krass. Es ist wirklich mega. Ja, und um jetzt auf diese Frage zu antworten, die ich hier in dem Titel geschrieben habe. Was heißt, wenn du im Außen was siehst, wo dich jetzt irgendwie triggert, nervt, ärgert oder sagt, oh, das hätte ich auch gerne. Und ja, gerade Facebook ist ja dafür so super prädestiniert, oder? Siehst du immer Posts, oh, ich habe so und so viel 1.000 Euro in einem Monat gemacht oder ich verdiene jetzt im Monat so viel wie früher im ganzen Jahr oder was auch immer. Das ganze Facebook ist ja voll von dieser Art und Weise zu posten. Und diese Art und Weise zu posten soll natürlich deinem logischen Verstand eine Message geben. Und die automatische Message, die du quasi aus deinem logischen Verstand bekommst, ist, du bist nicht gut genug, schau mal, du kannst es nicht, schau mal, was dir alles noch fehlt, schau mal, was die anderen alle können, schau mal, was du nicht drauf hast, schau mal, was du dich nicht traust, schau mal, was du nicht hinkriegst. So. Und das tut weh. Und das heißt eben Trigger. Das heißt eben Trigger, dieser Schmerz, den du dann spürst, wenn du diesen ganzen Bullshit denkst, bloß weil du irgendwas im Außen siehst. Und jetzt bist du aufgerufen, deinem logischen Verstand zu sagen, was es bedeutet in Wahrheit. Und zwar bedeutet es in Wahrheit, wow, schau mal, was da alles möglich ist. Das ist für mich auch möglich. Wow. Everyone is you pushed out. Das ist eine Message für mich, dass ich das haben will, dass ich auch mehr verdienen will, dass ich auch in Freiheit und in Reichtum von mir aus, was ja auch immer schlecht belegt ist, leben kann. Und darum geht's, ja? Oder vor allem diese ganzen Wüstenträger, die jetzt da sind. Oh mein Gott, meine Freiheit ist bedroht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier ist es so laut. Oh mein Gott, meine Freiheit ist bedroht. Oh mein Gott, ich werde eingesperrt. Oh mein Gott, wie soll das enden? Oh mein Gott, es sterben viele Leute. Oh mein Gott, alle werden krank.
Das bedeutet für dich, dass du aufgerufen bist, hier als Transformationsmedium zu arbeiten. Und zwar die göttliche, und ich sag's, wenn es dich stört, die höchste Idee, die Idee der höchsten Ordnung, der höchsten Perfektion, der absoluten Perfektion, der absoluten Liebe hier hineinzubringen. Und das hat uns keiner gelernt. Das müssen wir selber lernen. So zu denken wie Gott. Ja, und nicht wie ein Gott, der straft, nicht wie ein Gott, der böse ist, nicht wie ein Gott, der leiden möchte, sondern wie ein Gott, der das allerhöchste und beste Wohl im ursprünglichen Sinne für jeden von uns hatte. Und so zu denken und so zu wirken, das wollten wir schon immer. Das wollten wir schon als ganz kleine Kinder. Wir wollten, dass immer alles in Ordnung ist. Das Schlimmste für uns war die Disharmonie in der Familie. Das Schlimmste für uns war Streit. Das Schlimmste für uns war Angst und Unsicherheit. Weil unser ursprünglicher Zustand resoniert mit Sicherheit. Unser ursprünglicher Zustand resoniert mit absoluter Geborgenheit, mit richtig gut und richtig sein und nicht mit Kritik. Unser ursprünglicher Zustand resoniert nicht mit Kritik, resoniert nicht damit, dass irgendwas mit uns falsch ist, resoniert nicht mit Krankheit, resoniert nicht mit Falschsein. Damit resonieren wir nicht und deswegen gibt es Disharmonie, Imbalance. Deswegen fühlen wir uns schlecht. Und wenn wir uns lange genug schlecht fühlen, aus welchem Grund auch immer, dann zeigt uns das unser Körper, weil er ist das, die Resonanzmanifestation von dem, unserem Seinszustand. Und unser Seinszustand drückt sich in diesem Resonanzkörper nun mal in Form von Gefühlen aus. Und diese Gefühle entstehen aber auf allerhöchster Ebene durch das, was wir eben glauben, was wir sind, was wir glauben, wie die Welt funktioniert, was wir glauben, wie alles hier entstanden ist. Und mein Anliegen ist, den Menschen das zu erklären, all ihre Fragen zu erklären. Ich möchte, dass du keine Frage mehr hast, auch wenn du jetzt hier in der Gruppe bist oder mich gefunden hast über die Arbeit mit Dr. Joe Dispenza. Ich hatte selber so viele Fragen. Ich habe immer gefragt, warum soll ich das so machen? Warum sind die Meditationen so? Um was geht's da alles? Ich brauchte diesen ganzen großen Kontext. Ich musste wissen, um was es geht. Ich musste wissen, wohin mich seine Meditationen führen. Ich musste wissen, wie alles zusammenhängt, um es hundertprozentig annehmen zu können und für mich als meine einzige absolute göttliche Wahrheit anzuerkennen. Und mich hat's dahin getrieben, mich hat's immer weiter getrieben. Meine Heilung, mein Wohlbefinden, meine Fitness, meine Freude, die hat mich immer weiter getrieben, weil ich wollte mehr von dem, ich wollte mehr Heilung, ich wollte mehr Fitness und ich wusste, es ist möglich. Und ich wusste, es ist unser Normalzustand, diese absolute Perfektion, diese Unabhängigkeit, diese Bedingungslosigkeit für alles Gute, dass es keine Bedingung gibt, um gut und richtig zu sein, dass es keine Bedingung gibt, um frei zu sein, dass es keine Bedingung gibt, um im Wohlstand zu leben, in der Fülle, im Überfluss oder wie du es nennen willst. Ich musste das alles so tief wissen, um alles zu verändern. Und mir hat es nie gereicht, an der Oberfläche zu kratzen. Ich war nie zufrieden. Ich wollte alles wissen. Mein Verstand wollte sich vereinen mit dem göttlichen Verstand. Der hat nicht aufgehört. Der hat mich immer weiter getrieben. Der hat mich immer weiter gekratzt, bis ich es verstanden habe. Und jetzt ist meine Intention, das, was wirklich ist, hier in unserer menschlichen Art und Weise auszudrücken und zu sagen und zu übermitteln und insbesondere das so zu machen, dass du es verstehst,
ich versuche immer neue Worte, neue Bilder, neue Erklärungen rauszulassen, weil die sind da. Die sind da. Ich bin ja nicht die, die sich's ausdenkt. Ich bin ja nur die, die es rauslässt. Und das werde ich niemals aufhören, weil das ist das, wozu wir alle da sind. Und so kann jeder in seinem eigenen Kreis diese wahnsinnige Wirkung erzielen, wenn wir uns das erlauben und diesen ganzen Bullshit zur Seite legen und sagen, ja, nein, ich bin für das hier. Es gibt niemanden, der mich aburteilt. Es gibt niemanden, der mich verurteilt. Und das ist in meiner Welt nicht mehr relevant. Kritik in meiner Welt nicht relevant. Nicht gut genug sein in meiner Welt nicht relevant. Und deswegen, was es bedeutet, wenn du so einen Trigger im Außen findest, um zum Schluss zu kommen, ist einzig und allein eine Aufforderung, dir diesem Wunsch nachzugehen, dir zu erlauben, diese Dinge, die dich triggern, nicht mehr in der Abwesenheit zu sehen, sondern in der Anwesenheit zu sehen. Genau um das geht's. Dass wenn dich irgendwann, dass du hier das zulässt und sagst, das ist mein Wunsch, das ist mein Wunsch. Mein Wunsch ist ein Befehl von meiner Seele, von meinem göttlichen Verstand an mich, dass ich genau das verkörpere, verwirkliche, in dieses Bewusstsein reingehe. So. Genau, das war jetzt die Message, ihr Lieben, für heute. Ich freue mich auf alle heute Abend um 17 Uhr im Zoom-Raum, wo wir dieses Divine Healing zusammen machen, wo ihr mehr von dieser Energie, mehr von dieser Idee, weil alles ist ja Energie, jede Idee ist Energie, von mir bekommt. Und nicht, weil ich das mache, sondern weil es für uns alle ist und weil ich jetzt gerade hier die Erlaubnis geben kann. Und ich möchte, dass du das selber auch weiterträgst, weil es ist ja nicht meins, es ist ja das Göttliche, es ist ja für uns alle. Okay, bis dann, tschüss.